Mein Name ist Roger Hargrave. Ich bin 1948 geboren und bin Engländer. Ja, wenn man eine Geige bauen will, dann muss man erstmal ein Modell haben, aussuchen. Normalerweise so benutzen wir alte Modelle so von Stradivari oder Guarneri oder sowas. Machen wir eine Skizze und Pläne und nehmen die Maße und so. Und dann langsam fangen wir an, so Schablone zu machen. Und von der Schablone machen wir Form. Und um den Form bauen wir dann die Geigen. Eine Geige dauert so, meistens ist es 3 Monate, bevor eine Geige von Anfang an bis zum Ende fertig ist. Aber man baut mehr als eine Geige gleichzeitig. Weil wenn man eine lackiert, dann muss man so Zeit haben, so ist es trocknet und so weiter. Und jede Phase so hat ein bisschen Pause hier und dort. Also von der Seite aus, 12 Geigen im Jahr ist schon eine gute Menge.